Nazi-Verharmlosung. Es gibt doch Gesetze, die es verbieten, den Nationalsozialismus zu verharmlosen. Und es gibt viele Menschen, die im Laufe einer Diskussion oder Demonstration oder auch im Internetforum andere Menschen als Nazis beschimpfen. Wenn so etwas passiert, dann gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Beschimpfende ist tatsächlich der Ansicht, dass derjenige, der Nazi genannt wurde, eins zu eins genauso schlimm ist wie ein echter Nazi. In so einem Fall müsste ohnehin von Staatsseite aus, zumindest wenn man Rechtspositivist wäre, gegen diesen Menschen vorgegangen werden. Und wenn ein Richter dann feststellt, dass dieser Mensch eins zu eins ein Nazi ist, dann kommt er ins Gefängnis. Den anderen einen Nazi zu nennen, wäre in so einem Fall zu wenig. Man müsste die Polizei holen und denjenigen anzeigen. Sollte der Beschimpfende allerdings anderer Meinung sein, etwa das Gegenüber bloß beleidigen wollen, dann hat er die Nazis mit jemandem verglichen, der kein Nazi ist und somit weniger schlimm ist als die Nazis. Und die Nazis mit jemandem auf eine Stufe zu stellen, der weniger schlimm ist als ein Nazi, das müsste dann doch technisch gesehen eine Verharmlosung des Nationalsozialismus darstellen.